Zuerst, meine Lieben, ein wunderbares, ungesundes neues Jahr und natürlich ganz viele heiße und lange Partynächte. Und wir fangen heute damit auch sofort an, denn wir sind im Bogen 2 bei der Sonderveranstaltung in Köln. Vor 3 Monaten hat die Party schon mal stattgefunden und zwar hat Tobi Neumann wirklich grandios aufgelegt. Und heute ist Ono Özer dran. Los geht's! So, und bevor es richtig losgeht, gibt es noch ein paar Infos zur Veranstaltung. Die gibt es heute von Maurizio. Servus Maurizio. Grüße dich. Ja, die Sonderlü. Was hat es damit auf sich? Wo kommt sie her? Wo geht's hin? Tja, sie kommt her aus dem Kreise Köln, soweit ich weiß. Felix macht ja die Veranstaltung und macht diese Veranstaltung schon seit einigen Jahren, wie ich erfahren habe. Und macht das eigentlich schon ganz NRW und hauptsächlich in Köln. Gerade in den letzten Jahren wird das den Leuten ein Begriff sein, weil er im Bogen 2, wo wir heute auch sind, die Partys schmeißt in unregelmäßigen Abständen, aber immer mit einem ziemlich anspruchsvollen Programm, wie wir alle finden, und mit dementsprechend gutem Publikum. Und ich meine, wo die Reise hingeht, das weiß natürlich der Felix am allerbesten, aber wir denken, dass es noch so weitergehen kann. Ja, mit netten Gast-DJs, nettem Publikum, guter Musik und Spaß. Ja, und jetzt waren ja auch schon eine Menge Leute hier, namhafte Leute. Tobi Neumann letztes Jahr, die Party war in aller Munde hier sozusagen in Köln. Heute gibt es auch einen besonderen Act, wer liegt, oder mehrere Acts. Wer liegt auf heute, auf wen können wir noch hoffen? Heute Abend ist die Anna Steffens dabei, die ist eine Kölnerin, sehr gute DJ, die hier auch schon viel bewegt hat und auf einem guten Weg ist, sich hier gut zu etablieren. Und dann haben wir als Hauptgast heute Abend den Ono Özer aus der Türkei. Mittlerweile in Berlin lebend und der hat auch schon mal für die Sonderlü gespielt. Lustigerweise habe ich ihn da kennengelernt und ja, danach werde ich mich dann nochmal dran stellen und gucken, dass nicht alle sofort nach Hause gehen, wenn er aufhört. Und ja, das wird das Programm heute Abend sein und wir haben noch ein paar Geburtstage mit zu feiern. Und insofern kann es eigentlich nur gut werden. Und da freuen wir uns drüber und auf dich freuen wir uns auch. Und bei euch aus dem Hause Cocoon gibt es ja auch Neues oder was gibt es da demnächst? Stehen irgendwelche besonderen Highlights an? Wir sind ja Ende Februar, sind wir ja bei euch zur Karottes Birthday. Gibt es noch irgendwelche besonderen Sachen oder Business as usual vorm Sommer die große Arbeit? Naja, also ja, Business as usual ist es natürlich in einer Form, weil man sich natürlich über die Jahre einen gewissen Erfahrungsschatz angesammelt hat, gewisse Rituale einkehren in der Arbeit, auch gewisse feste Termine im Jahr anstehen, aber es ist trotzdem auch immer wieder aufregend. Also es ist jedes Jahr, jede Saison bringt neue Herausforderungen mit sich, Dinge ändern sich, Märkte ändern sich, Clubs ändern sich, die Musik ändert sich, auch teilweise die Protagonisten, die da mitmachen. Insofern ist das glücklicherweise eine Sache, die nie langweilig wird, weil sie sich nie wiederholt. Also es wiederholen sich vielleicht die Schauplätze, so wie natürlich die Cocoon, 11. Saison Cocoon in Ibiza. Mittlerweile das 11. Jahr dann. Natürlich wollen wir wieder Green and Blue machen, dann wieder in einer neuen Location. Wir hatten ja jetzt die ersten Jahre eine feste Location, haben dann letztes Jahr gewechselt. Im kommenden Jahr, also 2010, wird es dann wieder was Neues werden. Ach, das wussten wir noch gar ja, nicht. Ja, das ist auch ganz, wie sagen wir, jetzt ist es natürlich nicht mehr geheim, aber es ist auch trotzdem noch eine Überraschung, weil keiner weiß, wo es hingeht. Das wissen nur wir. Und ja, wir haben natürlich wieder viele tolle Releases, viele neue Künstler auf unseren Labels oder auf dem Label. Und ja, Sven hat seine Visionen und ich glaube, da kann sich jeder auf altbewährte Qualität, aber viele neue Dinge freuen. Da sind wir aber mal gespannt. Und wir sind auch gespannt auf die Party heute Abend. Und wie sie wird, das sehen wir jetzt. Die Johanna ist mittendrin.
heute auf der Sonder. Ja, weil ich von Kollegen gehört habe, dass es eine super Party sein soll. Und ich wurde auf gar keinen Fall enttäuscht, weil eine super Stimmung ist hier, es ist voll treiben, die Leute gehen super ab und es ist einfach nur saugeil. Ich bin so begeistert davon. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so cool ist. Ich bin so begeistert, es ist richtig cool. Zum ersten Mal hier und es ist echt Bombe. Also beim nächsten Mal bin ich dabei. Direkt am Aufwand, so dass man auch ganz schnell nach Hause kommt. Und das werden wir jetzt auch machen. Bis zum nächsten Mal. Bye.